Ui, ui, ui. Ich freue mich sehr, euch dieses Turniervideo kommentieren zu dürfen. Wir waren auf dem Turnier in Pölzig. Erinnert euch vielleicht, letzte Saison war das meine erste A1-Sterne-Platzierung mit Quentino. Ich muss sagen, dieses Jahr haben sie ganz schön aufgestockt, was den Parcours angeht. Ihr seht es jetzt vielleicht nicht so, weil die Sprünge, die hier vorne stehen, relativ unspektakulär sind. Aber es gab viele Unterbauten, viele gruselige Springstände. Aber als erstes ging es los mit Kasper im Punkt der A1-Sterne-Springen. Und ich muss sagen, den jucken ja erstmal bunte Springständer so gar nicht. Auf dem Warmmittelplatz hatte ich ein echt gutes Gefühl. Bei Sprung 1 ist er mir so ein bisschen plötzlich nach innen weggedrückt. Da stehen mir so, no, innerer Schenkel ran. Hat er auch super brav gemacht. Sprung 2 war eben mit Unterbauten, aber das juckt ihn jetzt auch nicht so besonders. Haben wir eigentlich auch echt gut getroffen. Ich finde, der hat eh echt ein paar gute Sprünge gemacht. Es ist noch ein großes Stückchen vor uns. Aber ich muss sagen, zum Großteil hat er sich wirklich richtig da bemüht, die Stangen liegen zu lassen. Klar, es fehlt immer noch viel Rhythmus. Der geht uns leider im Parcours gerne mal verloren. Aber ich bemühe mich dann immer wieder nach vorne zu reiten, nicht so sehr festzuhalten. Und zum Beispiel den haben wir echt gut getroffen. Jetzt haben wir leider einen Stopp, das sieht man nicht richtig, weil es hinten im Schatten ist, an der 5. Da bin ich hier zu dicht rum, sodass er eh schon eher die linke Seite erwischt hat. Und dann hatte mein linker Schenkel auch noch Pause, deswegen ist er mir da einmal so vorbeigedüpselt. Gar nicht schlimm, ich habe einmal zum Schritt durchpariert, ich bin noch einmal hingeritten, habe ihm den nochmal ganz in Ruhe gezeigt. Da saßen nämlich auch Menschen auf der äußeren Seite. Und dann bin ich aus dem Trab nochmal angeritten mit Kurzfeuer angaloppieren. Dann ist er auch ganz brav drüber gesprungen, hat allerdings eine Stange abgeschmissen. Aber gar nicht schlimm, ich war super zufrieden, dass er dann gleich wieder so nach vorne losgegangen ist und sich da auch gleich wieder getraut hat, drüber zu springen. Genau, jetzt kam Sprung 6. Also ich war sehr zufrieden mit Kasper. Wie gesagt, da ist natürlich noch a way to go, aber die letzten Turniere hatten wir einfach wirklich das Problem, dass er mir gefühlt alles runtergeschmissen hat, sich überhaupt keine Mühe gegeben hat und so vollkommen das so hingerotzt hat. Und ich finde da, wir haben ja die letzten Wochen viel Gymnastik gemacht und da sieht man eine extreme Verbesserung. Ich sitze immer noch ein bisschen wie ein Elch drauf, weil der halt noch nicht schön über den Rücken springt, sondern sich oft gerne noch so hebelt und ich dann, ja, nicht so geil mitkomme, aber daran arbeiten wir. Der war zum Beispiel gerade richtig schön. Und jetzt die 9, die war der höchste Sprung im Parcours. Also zumindest war es halt ein Ochser. Da hatte ich so ein bisschen Sorge, aber hat auch richtig schön gemacht. Konnte ich auch eine schöne Distanz reiten. Ja, jetzt ist ärgerlicherweise noch der Joker gefallen, aber das war so ein bisschen meine Schuld. Da habe ich so ein bisschen losgeschoben und dachte so, ja, cool, kriegen wir hin. Hätte ich ein bisschen besser zusammenhalten müssen. Dadurch hat er mir so richtig die obere Stange runtergekickt. Aber gar nicht schlimm. Ich war richtig, richtig, richtig zufrieden. Er hat es richtig toll gemacht. Weiter ging es mit Quentino. Es gab richtig wenig fehlerfreie Runden und ich dachte mir so, geil, wir schaffen das. Letztes Turnier erst gewonnen und der Parcours war okay und wir kriegen das voll gut hin. Quentino war so ein bisschen glotzig beim Reinreiten, aber ich dachte mir, nicht schlimm. Der ist immer ein bisschen glotzig, aber wenn es dann losgeht, wenn der Galopp dann kommt, dann greifen wir an. Und klar, da waren Unterbauten drunter, aber ich habe das Wochenende vorher zu Hause extra nochmal ganz bewusst wirklich gruselige Sprünge aufgebaut und ganz gezielt daran gearbeitet. Deswegen war ich richtig guter Dinge und dachte mir, einfach eine solide, ruhige Nullrunde. Muss keine Abkürzung sein, muss nichts. Es reicht für eine Platzierung, einfach eine Nullrunde zu reiten. Bin so ganz euphorisch losgaloppiert und Quentino plötzlich so, oh no, da steht ein Sprung. Da steht ein Sprung! Und der Sprung war halt auch nicht besonders spektakulär, mal ganz ehrlich, da war keine Unterbaute, nichts. Ja, in dem Moment war ich dann schon ein bisschen angepisst, weil das war halt meine Platzierung, die war dann futsch, aber dachte mir, okay, scheiß drauf, jetzt reizt du durch. 2 stand er auch komplett auf der Bremse, aber ich ihn einfach drüber gedrückt. Ich dachte, nein, wir gehen da jetzt rüber. Ja, und dann standen wir als nächstes bei der 3. Ich habe mir da jetzt nicht so die Gedanken gemacht, dachte, ja, Gang ist drin, war nicht drin. Also einmal den Sprung gezeigt, zumindest man muss ja die positiven Sachen sehen, im zweiten Anlauf springt er mittlerweile überall drüber. Ja, wir standen dann noch einmal in der 4. Es hat mich richtig genervt, weil ich mir dachte so, wisse, oh. Und ich weiß halt auch nicht, was ich in solchen Momenten dann anders machen soll. Also ich sitze schon hinten, ich versuche ihn schon wirklich weiter zu treiben, aber ihr seht ja, der bremst ja schon 5 Meter vorm Sprung ab. Und ja, ich bin jetzt nochmal die 1 gesprungen und ja, was soll ich dazu groß sagen? War scheiße, hat sich scheiße angefühlt. Ich hatte richtig schlechte Laune. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ist halt so. Danach ging es weiter ins A2-Sternenspringen. Ich bin es natürlich auch geritten, weil jeden Sprung, den er jetzt auf diesem gruseligen Platz macht, bringt seine Angst ja ein bisschen weiter. Und kann vielleicht beim nächsten Mal dazu helfen, dass er dann weniger Angst hat. Und grundsätzlich ist uns die Höhe ja auch, passt uns hier ganz gut, ging jetzt hier unten los mit der 1, die hat er richtig gut genommen, da dachte ich so, oh crazy, vielleicht hat er sich jetzt beruhigt, vielleicht geht's jetzt, also da war ich richtig euphorisch, weil ich habe ihn jetzt wirklich ruhig geritten, habe ihn mir richtig zusammengestellt, dass ich wirklich jeden Galoppsprung kontrolliere, und er hat das so toll gemacht, dachte ich so, geil, aber auch eine schöne Distanz zu 2 gesehen, und dann war Quentino halt wieder Quentino.
Es bringt dann auch nichts, ihm irgendwie eine reinzuhauen oder so, davon wird es auch nicht besser. Also das Einzige, was so ein bisschen was bringt, ist, wenn du halt nach hinten fitschen kannst mit der Gerte, geht halt nicht mit der kurzen Gerte. Aber gut, aus der engen Distanz wieder angeritten und dann kann man da Big News auch drüber springen. Total crazy, ich weiß. So, wir sind dann gleich nochmal an der 3 stehen geblieben, weil es war ein total gefährlicher Steilsprung, wisst ihr, wie ich meine? Also der war richtig gefährlich, der hätte ihn fast gefressen. Oh, das ist halt, dieses Pferd frustriert mich dann in dem Moment so, weil ich mir denke, ich kann ihn ja nicht drüber heben. Kann ich nicht. Also wenn er nicht springt, was soll ich machen so? Und das Turnier davor ist er da durchgelaufen wie so ein Champion. Und ich dachte so, yes. Naja, wir verbuchen es einfach mal unter Pech. Jetzt ging es erstmal richtig gut weiter. Jetzt habe ich vor der Kombination einmal mit der Gerte hinten drauf hier datschelt. Und dann ging es auch los. Dann ist auch schön die Kombination gesprungen. Habe ich einmal kurz den Weg vergessen. Deswegen war hier diese Wendung so ein bisschen eklig. 5 habe ich auch nochmal schön motiviert. Und dann ingen die auch gut. Und an der 6 standen wir dann halt das dritte Mal. Ich verbuche es jetzt einfach mal unter, er hatte halt plötzlich Angst. Und nehme das so mit. Ich hoffe einfach, beim nächsten Turnier wird es wieder besser. Alles andere kann ich eh nicht machen, außer positiv da rangehen und zu Hause natürlich weiter Gruselsprünge üben, weiter auf viele verschiedene Plätze fahren, das machen wir ja eh schon und hoffen, dass der Mut halt irgendwann auch groß genug ist, auch mal bei einem gruseligeren Parcours durchzulaufen. Wir hatten dann spontan die Möglichkeit, bin nochmal die 1 geritten übrigens, die hat er mir auch runtergeschmissen, weil er dann plötzlich da auch reingeglotzt hat. Ach, ohne Worte, aber egal. Wir hatten dann spontan die Möglichkeit, noch das Jump and Dog mitzureiten. Das habe ich angenommen, weil ich dann natürlich mit Quintino drin nochmal 3 Sprünge machen konnte. Es waren auch wirklich nur 3 kleine Sprünge. Leider haben wir dazu kein Video, weil wir keinen hatten, der das filmen konnte, so spontan, weil wir ja noch 2. Pferd dabei haben. Aber das war ziemlich gut. Also er hat zwar super gestockt, aber es waren ja nur 20 Zentimeter. Und da sind wir sogar dann noch Dritte geworden, haben also sogar noch ein Schleifchen bekommen. Jetzt seht ihr die E-Dressur von Quintino. Ich hatte mal seit langem mal wieder eine Dressur genannt. Ich finde das immer total wichtig, immer mal wieder zu überprüfen, ob das Pferd auch da gut an den Hilfen steht, was die Richter dazu sagen. Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Jahr im Pölzig bin ich mit Quintino da eine A1-Sterne-Dressur geritten und wir sind mit einer 5,0 rausgeritten. War nicht so geil. Aber seitdem haben wir natürlich fleißig weiter geübt. Und ich war eigentlich soweit ganz zufrieden. Also Quintino war so ein bisschen spannig, offenbar bei dem Platz schon so ein bisschen sehr griffig. Und hat sich immer so gerne so ein bisschen sehr fest gemacht vorne, aber drin ging das eigentlich. Also immer mal so kurz hier am Richtertisch, dass er sich so rausgezerrt hat, so wie jetzt. Und da habe ich einfach versucht, immer wieder einzuwirken, mir immer wieder irgendwie zusammenzureiten, aber auch von hinten ranzutreiben, dass der Trab jetzt nicht abstirbt, weil das ist gerne der Fall, wenn ich ihn vorne so ein bisschen anfasse, dass er dann nicht mehr schwungvoll trabt, sondern so Trippeltrabschritte macht. Und das ist natürlich auch nicht das gewünschte Ding. Immer hier so beim Richterhäuschen hat er so ein bisschen rausgezuppelt. Aber eigentlich war ich relativ zufrieden mit der Dressur. Bei Quintino sitze ich immer leider so ein bisschen über dem Pferd, weil der sich halt immer noch so einen Ticken festmacht im Rücken. Also da tue ich mir schwer, losgelassen zu sitzen und locker mitzuschwingen. Wie gesagt, ich fand, es war okay. Ich hätte uns, glaube ich, so eine 6,7, 6,8, irgendwie sowas Oberes im 6er-Bereich gegeben, weil ich fand man, ja, ich hatte schon Punkte, die mir nicht so gut gefallen haben, kommt jetzt dann gleich auf der anderen Hand. Da wollte er mir nämlich einmal angaloppieren, ohne dass Galopp schon dran war. Galopp fand ich, war schön, hat sich auch gut setzen lassen, ist auch nicht abgestorben, also ich neige immer gerne so ein bisschen zu sehr dazu, zurückzureiten statt nach vorne und ich finde, das hat sich gut entwickelt. Am Ende haben wir eine 7,3 bekommen. Damit war ich natürlich sehr zufrieden. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass sie da so viel Positives gesehen haben. Und das war am Ende noch Platz 6, also noch ein grünes Schleifchen. Das hat mich theoretisch auch sehr gefreut. Praktisch weiß ich auch nicht, warum. Aber ich habe einfach diese grünen Schleifen in der Dressur für mich gerade gemietet. Also ist ja auch, also ich ehre jedes Schleifchen natürlich, aber und bin auch natürlich happy, platziert zu werden. Aber ich hätte mich über das Rote doch auch sehr gefreut. Ja, beim Schritt, da musste ich so ein bisschen gucken, weil da traf er mir gerne mal los. Das heißt, es ist echt ein ganz feiner Grat zwischen fleißig und schreitend Schritt zu gehen und nicht anzutreiben. Also ich finde, es ist schon so ein Ticken hektisch. Aber wir haben es geschafft, bis K Schritt zu gehen. War ich ganz stolz auf uns. Ja, beim Antreiben hat er sich natürlich jetzt massiv rausgezuppelt. Und jetzt war er halt schon so die ganze Zeit so, ich weiß, jetzt kommt Galopp, ich weiß, jetzt kommt Galopp. Seht ihr das, wie er die ganze Zeit mit dem Schweif pendelt? Und dann dachte ich so, nein, 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 warte bis bei X, warte bis X, warte bis X. Und deswegen war das Angaloppieren jetzt auch nicht so schön, da hat er sich auch so ein bisschen nach oben rausgezogen. Letztendlich ist es aber halt natürlich auch eine E-Dressur. Da werden solche Sachen natürlich trotzdem gesehen und es wäre natürlich auch wünschenswert, wenn es anders wäre. Aber natürlich ist da der Bewertungsspielraum noch nicht so extrem, süß wie Maren da mit meinem Hund sitzt, steht natürlich. Dass das so ein
krasses Ausschlusskriterium ist. Ich sag mal, in der A-Dressur ist das natürlich schon mal ein bisschen was anderes. Da sollte sich das Pferd jetzt bei den Übergängen nicht so krass rausziehen. Aber ich bin echt am Überlegen, ob ich vielleicht Ende der Saison nochmal eine A-Dressur mit ihm reite, um auch da nochmal zu überprüfen, was ob die Lektionen auf dem Turnier klappen. Das sind ja eigentlich nur die Verstärkungen und das Viereck verkleinern und vergrößern, was da noch dazu kommt. Und mal gucken, was der Turnierkalender mir noch so bringt. So, als letztes kommt dann, ich habe einen Haar auf den Lippen, kommt dann noch das E-Springen mit Kasper. Und mein Ziel war wirklich, ohne Stangen durchzukommen. Ich muss sagen, es war sehr, sehr, sehr nett gebaut, also sehr klein gebaut. Allerdings ist es bei Kasper meistens dann eher die Gefahr, dass mir alles umschmeißt, weil es einfach nicht ernst nimmt. Und mein Ziel war erstmal, alle Stangen nicht runterzuschmeißen. Dazu gehört aber natürlich, einen gewissen Rhythmus zu halten und das Pferd passend an die Sprünge ranzukriegen, weil sonst wird es schwierig. Sprung 1 war es schon so ein bisschen stockend. Da dachte ich so, er ist dann plötzlich einfach losgesprungen. Jetzt habe ich hier einmal durchpariert und den Galopp korrigiert, weil Sprung 2 relativ schnell kam. Es war auch ein Stilspringen. Und so die ersten Sprünge hatten wir echt so ein bisschen das Problem, Sprung 2 sieht man jetzt nicht so richtig gut, eine Distanz zu finden, weil ich weiß immer nicht, ob der dann groß losspringt oder nicht. Und dann will ich immer dicht dran und dann springt er plötzlich doch groß los. Also da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Aber ab dem hier wurde es eigentlich ziemlich gut. Also ab da haben wir uns eigentlich echt gut zusammengefuchst und waren uns dann auch relativ einig, wann wir abspringen wollten. Hier an der Seite hat er immer so ein bisschen geguckt, aber gar nicht schlimm. Ich habe auch insgesamt versucht, ein bisschen frischer vorwärts zu reiten. Das ist wirklich gut aufgegangen. Hier war ich richtig stolz. Habt ihr gesehen, wie dicht er mit der Hinterhand dran war? Und normalerweise wischt er mir sowas komplett weg. Also wenn ich ihn so dicht dran stecke, dass er da mit der Hinterhand aufpassen muss, wischt er mir alles weg. Das Ende vom Lied, wir sind wirklich null durchgekommen, darüber habe ich mich sehr gefreut. Es gab eine 6,3, fand ich vollkommen okay. Man sieht hier deutliche Rhythmusprobleme, auch hier wollte er mit mir Richtung Ausgang weiter. Da müssen wir auf jeden Fall weiterarbeiten. Alle Stangen sind liegen geblieben, Ziel absolut erreicht. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag. Und beim nächsten Turnier springt Quintino hoffentlich auch wieder. Tschüssi.